Du besiegst Wanderbee, Herrscher Pokémon. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engeldum zu einem neuen Part Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Ja, Herr Spiegelt hat es mal wieder geschafft. Wir haben die Inselherausforderung geschafft und das Herrschertier besiegt. Dann kannst du ja weitergehen. Stillhalten, stillhalten. So ungefähr. Sieht wirklich aus wie gemalt. Du und dein Pikachu. Du hast nicht nur sämtliche Kapitel besiegt und ihre Blütenblätter geschnappt. Nein, du hast auch das Herrscher-Pokémon bezwungen, das von der Regenbogenblüte angelockt wurde. Du bist wirklich ein fabelhafter Trainer, Zwergenfee. Hier, das hast du dir verdient, den Z-Kristall Synthium Z. Prüfung bestanden und Synthium Z. Quasi der Feen-Z-Kristall. Nicht nur quasi, sondern ist der Feen-Kristall erhalten. Prüfung bestanden. Sehr schön. Und jetzt sieh ganz genau zu. Wie ist das kitschig? Nun, da du alle Prüfungen erfolgreich hinter dich gebracht hast, wartet nur noch die große Prüfung auf dich. Das ist dann auch gleichzeitig Habus erste große Prüfung als Inselkönigin. Wie aufregend. Ich bin ja mal auf dem Tumblr. Ich schreibe dann mal ein paar Posts. Ja, Matsurika, die Tumblr-Fee. Das könnte es tatsächlich sein. Wird zu ihr passen. So, zumindest zu, ja, wie ich sie interpretiere. Wie ich sie, hast du mal zurück als Prüfung in Bravour bestanden? Das bedeutet, die große Prüfung steht an. Die große, gigantische, letzte Prüfung. Genau. Die große Prüfung steht an. Also dann treffen wir uns auf Kokowaiailand. Okay, sie tuschelt etwas mit Hanna. Man merkt, dass sich eure Unsauernschaft dem Ende zuneigt. Selbst Strahli hat mich den alten Hanna im letzten Pokémon-Kampf ganz schön das auch sehen lassen. Und das, obwohl ich mich nicht mehr zurückgehalten habe. Die Unsauernschaft lässt auch euch wachsen. Und dadurch verändert sich auch das Gesicht Arlolas selbst. Wie ich mich darauf freue, zu sehen, was die Zukunft für euch bereithält. Ach ja, den guten Haladin haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Schön, ihn auch mal wieder zu entdecken. Ich gehe mal kurz mein Pokémon-Team heilen und dann, so wie es aussieht, geht es direkt los zur großen Prüfung. Heute ist Prüfungstag, oder was? Na denn. Macht euch bereit, es ist Prüfungszeit. Ja, so sieht's aus, so schaut's aus. Auf geht's nach Kokowai Island. Da gibt's eine weitere Neuerung, wie es ausschaut. Hört hier gar nicht auf mit Neuerungen. Seit wir auf Pony sind, nimmt das hier gar kein Ende. Habu erwartet dich auf Kokowai Island. Sollte ich dich direkt hinbringen? Ja, mach das. Ich will dorthin. Also gut, dann ab an Bord mit dir, mein Chef, die Carpador, bringst dich ganz gemütlich ans Ziel. So, da wären wir endlich Kokowai Island. Naja, dann mal viel Glück. Das kann ich gebrauchen. Die große Prüfung, das klingt sehr vielversprechend. Ja, die Matsurika-Prüfung war schon ordentlich. Jetzt noch viel mehr. Naja, das Herrscher-Pokémon war ordentlich. Die Prüfung an sich, naja, ging. War akzeptabel. Na, da bin ich überrascht und gespannt,
was denn hier auf Kauai Island auf mich wartet. Schauen wir mal nach. Hapu'u hat was für mich. Traust du dich gegen mich und meine Pokémon anzutreten? Doch sei gewarnt, wir werden ein anderes geben. Naja, los geht's. Ich werde mein Bestes geben. Auf wie? Dann zeige ich dir jetzt die Kraft einer von Kapu-Kim aus erwählten Inselkönigin. Ich krieg's schon mit Angst zu tun. Ich bin die Inselkönigin Hapu'u. Und ich habe auf dem Glitzerstein, der mir von unserem Kapu anvertraut wurde, einen Selbstkraftring gefertigt. Ich habe nun also auch einen Selbstkraftring wie du, Zwergfee. Das bedeutet, die Kapu stehen uns beiden bei. Also dann, das ist meine erste große Prüfung als Inselkönigin Hapu'u. Ich werde all meine Kraft zusammennehmen und dich zu bezwingen. Na dann, auf geht's. Ich erwarte mir Großes, vor allem von einem Kampf gegen Hapu'u. Wir wissen, in Pokémon Sonne war es ein sehr, 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 sehr zäher Kampf. Das hat sehr lange gedauert, bis wir das hingekriegt haben. Also, ja, save ihn als Brot. Dafür ist Hapu'u bekannt. Ja. Ich mach's trotzdem, ich fordere sie heraus. Auf geht's. Wir werden das schon gebacken kriegen. Das kriegen wir schon hin. Allzu schwer kann es nicht sein. Mein Team ist groß und stark gewachsen. Es hat Stärke bekommen. Und nein, nicht Attacke Stärke, sondern Stärke gewonnen. Und ist ja gewachsen. Wir werden Hapu'u schon irgendwie besiegen. So, Burschabel. Bisher Golgantes hat noch nichts Großartiges eingesetzt. Nicht den Tag vor dem Abend loben, Zwergi. Ganz vorsichtig hier. Das ist erst das erste Pokémon. Und bevor wir hier Juhu schreien und sagen, die Prüfung ist leicht. Ist schon mal passiert. Ist mir schon öfters passiert. Also ganz ruhig. Ganz in Ruhe. Erst wenn wir es überstanden haben, dann können wir Juhu schreien, dann können wir jubeln. Aber bis das noch nicht so weit ist, mal ganz, ganz auf dem Boden bleiben. Steve wurde auch schon besiegt. Also, ganz, ganz sachte hier. Drei Pokémon haben wir noch vor uns. Hoodie! Wurde von Steinen getroffen. Ja, ordentlich. Sein Wasser-Pokémon. Laubklinge dürfte etwas ausrichten. Ja, schön! Da waren es nur zwei hier. Ich sag trotzdem nicht, dass es gut ist. Können ja zwei mega starke Pokémon sein. Also, bevor ich hier rumjubel. Kampfros. Ja. Okay. Realistisch gesehen tut ich danach wahrscheinlich noch was. Also, es ist immer, wenn es harmlos und leicht wirkt, kommt da noch eine bittere Überraschung zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss, sagt man ja so schön. Und da wird noch was auf uns warten. Los, Pikachu, du bist auch ein starker Kämpfer in einem Team. Tu dein Bestes. Pikachu gegen Pampros? Naja, okay. Könnte besser. Hat keine Wirkung auf Pampros? Oha! Das ist diese Attacke von Pampros. Stimmt, ist ja ihr Lieblings-Pokémon, ihr Lieblingsreiztier. Seismische Eruption! Na dann. Sieht der Bett nach einer Pampros-Attacke aus. Oh, und episch sieht's aus. Aber sowas von. Oh, Pikachu wurde besiegt. Ah. Und da waren es nur noch drei Team-Pokémon. Von mir. Los, Lenny! Du schaffst es! Ich habe, glaube ich, keine Beleber mehr. Oder zumindest nicht mal Tränke. Ich versuche es mal mit Finster-Aura. Ich bringe das ja was. Nee, da habe ich mich gehört. Das bringt ja nichts. Bisher war Steve am besten. Halla, die Waldfee. Das bringt bisher relativ wenig. Spukball. Okay, das bringt ein bisschen mehr. Zähigkeit vom Pampros wirkt.
gegen Stoß. Auwei. Denn die wurde besiegt. Schade, der hatte eine gute Set-Attacke, die ich einsetzen können. Winnie-Kro. Noch ein bisschen Winnie-Kro. Ja, nur noch ein bisschen bei diesem Pokémon. Dann kommt noch ein letztes Pokémon. Und vor dem habe ich Angst. Weil es wie zu erwarten schwer wird. Ach du Schande. Die Attacke bringt ja fast gar nichts. Hilfe. Ich hätte vielleicht mal einen Beleber nehmen sollen oder so. Ja, ich habe noch Dragon im Team, aber... Steve, ich brauche Steve. Steve. Ich muss auf dich setzen. Okay, Dragon könnte auch eine reale Chance haben, aber... realistische Chance. Ja, vorsichtshalber will ich einen Beleber einsetzen. Und was habe ich denn da noch im Angebot? Einen Beleber habe ich noch. Uha, uha. Au, 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 au. Und trinkt habe ich keine mehr, oder? Eieieiei. Au, 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 au. Das sieht schlimm aus. Ich habe doch gesagt, den Tag nicht vor dem Abend loben. Bestimmt gibt es auch noch gleich ein Heil-Item für Pampros. Uha! Von Spitzen getroffen. Haben wir denn irgendein Item? Nein, Trinker haben wir nicht mehr. Sprudel hätte ich. Top-Elixier. Top-Elixier bringt es nicht. 50 Punkte, kannst du vergessen. Halleluja. Der muss ja wohl. Okay, sieht nach einem zweiten Versuch aus. Aber meine Güte, Gegenstoß. Das wird es jetzt beenden. Ja, realistisch gesehen haben wir jetzt verkackt. Zwangfee hat kein kampfiges Pokémon mehr, gibt Preisgeld und wird Schwarzfahrung. War ein guter Versuch. Wir sehen uns beim zweiten. Ja, den Versuch war es wert. Wir waren auch in der richtigen Richtung. Was haben wir denn für ein Geld hier? Ich bin absolut blank. Ich habe absolut kein Geld. Auweia. Ohne Tränke in diesem Kampf. Ja, haben wir ja gerade gesehen, wie es ohne Tränke in diesem Kampf ist. Eigentlich bräuchte ich so ein paar Tränke schon. Kann man vielleicht irgendwas hier loswerden? Kann ich irgendwas verkaufen? Okay, ein bisschen was konnte ich loswerden. So, ja. Wird vielleicht reichen für ein paar Tränke. Ja, aber auch nur für ein paar. Ja, wie viele Beleber habe ich denn noch? Nicht sehr viele. Genau. Hält all den Krams verkauft, den ich eh nicht benutzen kann. Ich eh nicht verwenden kann. Der mir eh nichts bringt. Schön Schuppen oder sowas, diese ganzen... ja, Dinge, die eh nur den Beutel beschweren und nichts bringen. Einmal Beleber. Dann brauche ich ein paar. Ja, fünf. Muss reichen. Muss mit auskommen. Los geht's. Zweiter Versuch. Let's go. Ein paar weiteren Tränken. Mit ein paar neuen Tränken geht es in den zweiten Versuch. Traust du dich, gegen mich und meine Pokémon anzutreten? Doch sei gewarnt, wir werden alles geben. Ich weiß. Auf geht's. Zweiter Versuch. Wir packen es. Tapu, ich werde dich besiegen, auch wenn du die Inselkönigin von Pony bist. Ich werde dich bezwingen, auch wenn lauter Kokoweis im Hintergrund dich beschützen und dir beistehen. Also dann, die Prüfung, auf geht's zum zweiten Versuch. Ja, so ungefähr. Inselkönigin Tapu fordert dich heraus. Hervorragend. Versuchen wir es ein zweites Mal erneut. Da haben wir ihn wieder, den Steve, vor allem den Steve, den haben wir wieder, den Gulgantes, den haben wir wieder, Kugelsalat, Steve, das ist sehr effektiv, das wissen wir jetzt, weil wir ihn schon mal besiegt haben, hervorragend, ein Volltreffer, und ein dritter Start, und ein vierter, hui, 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 hui. Nicht auf einmal besiegen hier. Das ist doch spitze. Und noch einmal. Nein, nur fünfmal getroffen. Naja, was heißt hier? Nur fünfmal getroffen. Oh, wir hätten ihn fast auf einen Schlag
gekriegt, hätten wir ihn fast auf einmal besiegt. Hypertank. Ja, gut. Kann man machen. Aber wird ihr auch nicht viel helfen. Mooschnabel. Ich habe noch keinen Katzenabdruck gekriegt. Wieder die Sprachprobleme hier. Wortfindungsschwierigkeiten. Linie erreicht Level 47. Venikro erreicht Level 41. Doch Toxin. Das klingt doch sehr gut. Venikro kann dann mal Charm vergessen. Das hat eh nichts gebracht. Und er nennt Toxin. Meine Ultrabestie. Gastrodon. Her damit. Mein Steve ist noch voll auf Level. Der kriegt das hin. Der hat eine Attacke namens Kugelsalat. Die dürfte ein Wasser-Pokémon ordentlich was antun. Ich habe ordentlichst eine Wasser-Matsch-Attacke. Das sieht ekelhaft aus. Daran will ich nicht bahnen müssen. Komm, Kugelsalat, mach's alle. Geht doch viel schneller als beim ersten Versuch. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Und Steve, der hat nur einen kleinen Kratzer. Naja, er ist zur Hälfte besiegt, aber er hat einen kleinen Kratzer. Ich möchte natürlich weiterkämpfen. Das sieht doch spitze aus. Das ist doch schon, auch ohne Tränke, bisher ein guter Erfolg. Oh, liebe Eldra. Hat nur bisher noch gar nicht. Dann versuchen wir es weiterhin mit Kugelsalat. Oh, Feuerodem. Ja, auch eine Feuerattacke oder was? Paralysiert eine Feuer-Elektro-Attacke. Ah, schön, schön. Okay. Muss ja effektiv sein, aber... Naja, effektiv ist was anderes, aber... Beschweren wir uns mal nicht. Schnabelkanone, das wird nichts mehr bringen. Wir werden gleich besiegt sein. Die Aufladeattacke ist völlig sinnlos. Warum macht man denn so eine Attacke, die eine Runde aufladen muss? Das ist, und dann ist man besiegt und kann man diese Mega-Attacke nicht mehr einsetzen. Das ist doch Schwachsinn. Mega-Attacken sollte man sofort einsetzen können. Los, Lenny. Du hast auch effektive Attacken. Hau rein. Mach das, liebe Eldra. 40. Zum Beispiel mit Tiefschlag. Okay, ja. Habe ich mir mehr erwartet, aber ich erwarte mir öfters mehr von Attacken, die dann doch nicht so viel bringen. Feuerodem. Und das war's mit Lenny. Lenny verabschiedet sich aus dem Kampf. Ja, hat er gut gekämpft. Dragon, du hast einen sehr effektiven Attack gewesen. Ja, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Wurde von Steinen getroffen. In der Luft. Der schwebt doch über den Boden. Wie kann er von den auf dem Boden liegenden Steinen getroffen werden? Aber egal. Feuerodem. Es ist wohl Harpoos Lieblingsattack, wie es ausschaut. Paralysiert. Ja, es ist vom Typ Feuer und vom Typ Elektro. Das ist eine sehr hilfreiche, nützliche Attacke. Komm, setz Drachenklaue ein. Ist sehr effektiv. Komm, na Mann, nach. Dagegen wurde besiegt. Läuft das jetzt wieder darauf hinaus, oder was? Vinicro, der hat keine guten Attacken. Dann können wir ihn vielleicht dazu benutzen, ein paar Items einzusetzen. Wie wäre es denn mit einem Beleber? Davon haben wir ja einige gekauft. Ein Beleber auf Steve. Steve, du bekommst einen Beleber. Super, und jetzt halt ein bisschen aus, Vinicro. Können wir noch einen Trank einsetzen? Ja gut, oder halt nicht. Oder halt im nächsten Kampf mit dem nächsten Pokémon. Dann können wir noch Platz Hoodie in die Brüstung schicken, in die Brandung, nicht in die Brüstung. Sorry. Nicht uns deutsche Sprichwörter. Ihr kennt das ja. Mit mir ist ja nichts Neues für euch. Langjährige Abonnenten, die können dürften das schon mit mir kennen. Ist nichts Neues. Ist ein altes Übel. Tut mir leid an dieser Stelle. Ich gebe immer mein Bestes. Mehr als mein Bestes kann ich halt irgendwie dann doch nicht geben. Tut mir echt sorry, aber manchmal, ja, ist halt mein Bestes dann doch irgendwie nur mein Bestes. Die Weltdra wurde besiegt. Ich hatte schon gleich Level 60.
herzlichen Glückwunsch, ein rundes Level. Ein wundes Level, ja. Hoffe ich mal nicht. Das wäre ziemlich schmerzhaft, so ein wundes Level. Ich hoffe, dass es nur ein rundes Level ist. Laubklinge. Wow! Das Hoodie macht fast den Rest. Ein Gegenstoß. Fast. Fast den Rest. Die Betonung ist fast. Okay, ich glaube, das kriegen wir hin. Sogar fast ohne Tränke. Steve haben wir jetzt mit ein paar Tränken, also mit nur einem Trank und einem Beleber hingekriegt. Dürften wir doch hinkriegen. Kugelsalat, komm. Kugelsalat macht den Rest. Und wir haben es geschafft. Die große Prüfung. Seien wir mal vorsichtig, ist nicht vorüber. Vielleicht kommt doch noch eine Überraschung. Aber wir haben zumindest den Kampf gegen Habu geschafft. Ganz, ganz, ganz vorsichtig. Da kommt noch was. Da kann noch eine Überraschung auf uns warten. Mhm. Wie gesagt, den Tag nicht vor dem Abend loben. Wenn sie Königin Habu besiegt. Du bist so stark, dass ich das selbst in meinem Eingeweiden spüre. Zwangfee gewinnt 8640 Pokémon Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Hapu, der Inselkönigin von Todi, hervor. Die Kukuwai, die stehen bedrohlich nahe. Oh, au. Sie nickt sehr zufrieden. Damit hast du die letzte große Prüfung bestanden. Ja, ich hab's bestanden. Nice. Ich hab's besiegt, ich hab's überstanden. Ich bin Alola Prüflings Hervorgeher, keine Ahnung was. Irgendwie, ja, ich hab's geschafft. Und die Kukuwai töten mich jetzt mit ihren Hälsen. Ja. Oh, die machen mir Angst. Die so nah kommen. Puh. Ich muss schon sagen, du bist wirklich ein ganz besonderer Trainer, Zwergfee. In der Vergangenheit mussten sich alle Trainer, die ihre Inselwanderschaft absolviert hatten, auf den Mount Lanakila, der geballten Kraft der Inselkönige und Inselköniginnen, im Kampf stellen. Aber seit diesem Jahr gibt es ein neues Ritual, das als letzte Prüfung deiner Reise dient. Ach, war also doch nicht die letzte Prüfung. So viel dazu. Was das ist, findest du am besten selbst auf dem Mount Lanakila heraus. Aber zuerst sollten wir nach Boden zurückkehren. Machen wir. Und noch mehr Überraschungen. Juhu, ich bin mit dabei. Die letzte Prüfung deiner Inselwanderschaft musst du dich auf dem Mount Lanakila stellen. Der Mount Lanakila befindet sich auf Ulaula. Du kannst ihn vom Dorf de Capo aus erreichen. Mach ich doch glatt. Mach ich sowas von glatt. Mach ich doch sehr glatt, 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 glatt. Glatter geht's gar nicht. Ich muss aber erstmal mein Pokémon-Team heilen und dann geht's weiter nach Ulaula. Ulaula, das kriegen wir ja aber hin. Das kann ich euch garantieren. Die allerletzte große, 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 ganz große Prüfung, das schaffen wir auch noch. Kriegen wir auch noch gebacken. So, der Urlaub auf Pony ist vorbei, wie es ausschaut. Weiter geht's mit dem Ernst des Lebens. Jetzt geht's nach Ulaula und zur letzten Aufgabe, zur Top 4, wenn man so will. Dieser Spear gehört zum Dorf des Seevolks. Wohin möchtest du? Herr Holy City, Kantai City, Erdparadies hier bleiben. War das auch Holy City? Ich guck mal, ob ich hinkomme. Nach Mele Mele. Nein, nach Mele Mele möchte ich nicht. Mann, wie komme ich denn jetzt dahin? Kantai City. Das ist Akala. Nein, ich möchte nach Ulaula. Verdammt, kriege ich das hier nicht hin, oder was? Enterparadies. Ja, dann bleibe ich halt hier. Dann fliege ich halt mit einem Lurak. Das ist doch immer der Beste. Dann halt mit Lurak nach Ulaula. Zum Mount Lanakia. Da sind wir im Dorf der Kapu und da geht's weiter. Dort ist der Mount Lanakia. Betreten wir den Mount Lanakia. Aber erst im nächsten Part. Bis dahin
Habt noch eine angenehm festliche Zeit. Gehabt euch wohl. Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst doch ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video, wenn ihr den Zwergen fast verpassen wollt. Das habe ich aber schnell dahin genuschelt. Ja, man sieht sich. Haut drinne. Ciao, ciao. Bis dahin.